Die Tür offen gelassen. So. Hallo Fächer, ich begrüße dich. Hallo, grüß dich. So, hier seid ihr mal 67 wieder. Wir wollen heute, glaube ich, den 18. oder 19. Tag unseres Hausbaus heute endlich vollenden. Wir haben festgestellt, der Kamin in dieser Ecke ist total schlecht gebaut. Den werden wir hier hinbauen. Und wir werden uns schon um die Inrichtung kümmern und um die Verzierung des Hauses von außen noch ein bisschen. Ich hoffe, ich werde dabei nicht runterfallen und draufgehen. Aber das werden wir sehen. Willst du meine Federfallschuhe dafür haben? Ja, erstmal, als erstes werden wir den Kamin anmachen. Denke ich mal. Tauschen wir eben Schuhe. Ja, mache ich dann auch dann. Mal gucken, was habe ich Material dabei? Hier sind die Schuhe. Hier, zieh mal die Schuhe an. Ja, noch brauche ich sie nicht. Dann gib mir deine Schuhe dafür. Noch brauche ich sie nicht. Kannst auch noch behalten, die Schuhe hier. Brauch die erstmal nicht. Ich sag dann Bescheid, wenn ich sie brauche. Okay. So, heben wir das Bild jetzt hier raus. Nehmen die Leute haben uns gar nicht gesehen hier, weißt du das? So, jetzt sehen sie uns. Ha! Eine Begrüßung hinterm Bild, die keiner gesehen hat. Al Bayer. Naja. Da gibt's Schlimmeres. Denke ich mir mal. So. Ja. Hallo Coolman. Was? Coolman? Wo ist Coolman? Ja, dann guck doch mal auf den TS. Ich bin da noch gar nicht so weit. Auf den TS. Kann ich gerade gar nicht gucken, weil ich TS gerade gar nicht sehe. Wo ist mein TS hin? Mein TS ist weg. Ups, da ist er. So. Da ist ja unser Dauergast. Grüß dich, Coolman. Hi. So. Was wollten wir eigentlich machen heute? Hätte ich gerade gesagt, ne? Also ich habe hier aber schon 64 Eichenholzzäune. Und soll ich noch welche mehr zumachen? Ja, Zäune, nicht Tore braucht man. Tore, ganz, ganz viele Tore braucht. Die Zäune waren schon hier drin. Und jetzt mache ich noch Tore. Brauchen ganz viele Tore brauchen wir noch. Und ich werde jetzt mal anfangen, den Kamin hier umzubauen. Aber vielleicht sollten wir erstmal ins Bettchen gehen, es ist nämlich Nacht draußen. Ich arbeite ja nicht gerne im Dunkeln. Komm, schlafen gehen. Toll. Ja, wenn ich denn mal könnte. Wir wissen schon wieder. Ich wollte jetzt ins Bett, aber wurde aufgehalten. Oh. Na, dann komm, Bettchen gehen. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Oh, jetzt finde ich mein Bettchen wieder nicht, ey. Das ist ein Scheiß hier. Weiß ich nicht. Ja. Heute kein Hölzchen mit dem Bett? Nein, heute mal nicht. Mein Kuschelhölzchen habe ich irgendwo verloren. Weiß ich nicht, wo das ist. So, genau. So. Da werde ich mich immer drum kümmern, den Kamin erstmal umzubauen. Dann müsstest du in den Baumarkt fahren, dir das Hölzchen kissen holen. Da kannst du dich immer auf dein Hölzchen hauen. Nee, das will ich ja nicht. Enderman hier in der Bude, was will der denn hier raus hier? Wie kommt der denn hier rein? Keine. Bist du? Jetzt wieder draußen und der Enderman ist tot. Wo war der Enderman? Der war hier in der Nähe vom Schlafzimmer, da auf dem Flur. Okay. Dann müssen wir oben hier irgendwie mehr Licht reinpacken. Dann kann er hier rein spawnen, der Sausack. So, jetzt kümmere ich mich erstmal lieber um Hölzchen. Mach das. Ich kümmere mich erstmal um den Kamin, der wird mal umgebaut. Der kommt hier weg. Der steht hier äußerst ungünstig. Müssen wir mal umbauen. So. Das heißt, der Kamin kommt hier rein, sagen wir mal. Da ist er besser. Baut's. So. Die Treppenstufen hier weg. Brauchen wir ja auch nicht. So. Die nehmen wir hier auch weg, die brauchen wir auch nicht. So. Jetzt macht das schöne Häuschen hier wieder kaputt. Ich fasse es ja nicht. So. Nehmen wir diese ganzen Sachen hier mal weg. Zack. Das ist ein Feuerchen, okay. So, mal gucken,
gucken wir ja mal, ob ich hier ordne mein ganzes Werkzeug, was ich hier so habe. Bequem hier weiterbauen können. So. Wir brauchen ja einen Tank. So. Was ist denn hier gebaut? So, dann müssen wir noch mal eins davor bauen. So, gucken wir mal. Du hast das Spiel verlassen, habe ich noch gar nicht gehört. Doch, ich bin da, ich komme nicht auf den Server. Warum kommst du nicht auf den Server? Ja, irgendwas mit dem Mod. Okay. Normal müsstest du eigentlich alle Mods drauf haben. Das wundert mich jetzt natürlich, dass du da nicht drauf kommst. Zeig dir an, welcher Mod fehlt, oder? Weiß ich nicht, wie es weitergeht. Na super. Das geht so, okay. So. Kann ich jetzt aber nicht klar da helfen, Dragon. Jetzt mitten im Stream drin, ne? So, weiterbauen hier. Gucken wir mal. Wie hatte ich das hier eigentlich gemacht? Hier. Den ganzen Neben. Nee, Ad-Mod will er nicht. Ja. Weiß ich leider nicht, welchen Mod. Normal müsste er ja erst laufen. Das wundert mich. Nee, irgendwie ein Mod ist nicht. Egal, ich bin trotzdem immer leicht im TS. Ab und zu komme ich noch mal kurz durch. Alles klar. Dann bis nachher oder so. Jo. Jo. Muss ich nachher mal nach dem Stream mal gucken, woran es liegt. Und hier auf Mod-Suche wieder gehen. Da reingebaut. So. Die müssen ja auch wieder weg. Die müssen ja auch weg. Zack. Oh, das wird ja lustig werden. Da beim Hausbau drauf aufpassen müssen, glaube ich, wie das dann alles hinkommt. Naja, gibt Schlimmeres. So. Tja, jetzt muss ich irgendwie wieder reinkommen ins Häuschen. Dann laufen wir schnell mal rein. Ach, da ist schon wieder jemand müde, ne? Da denn ran? Also hier. Flupp, weg damit. Haben wir. Was schnauft ihr ins Mikrofon rein? Das hört man. Ich nicht. Nee, das ist Schoki, glaube ich, was da so rumschnauft. Ich hab schon Teil Zäune fertig. Jo. Ja, mein kleines Schnaufi. Ja, Nase war gerade ein bisschen zu. Ach so.
Seite bleibt so bestehen. Das ist gut. Ah, da wird das Problem, dass alles hier wieder funktioniert. Ach man. Hier ist doch wieder Käse hier. Diese komplette Reihe mit dem Kreuz muss ich hier rausnehmen. Hier einen schönen, dicken, fetten Fliesenboden einbauen. So. Die Reihe muss hier auch raus. Das war eine eindeutige Fehlplanung von mir. Jetzt habe ich nicht mehr solche Steine. Warum eigentlich nicht? Weil ich hier drüben auch weiter abbauen muss. Okay. Wieder gegen. Der bleibt. Der fällt weg. Oh, wir haben hier unten. Jetzt müssen wir wieder ganz schnell wieder nach oben. So. Hier müssen wir die Wand wieder einbauen. Okay. Hier müssen wir erstmal ein Kaminchen weiterbauen. Zack. So. Sah das so vorher auch schon aus? Ich sag mal ja. Das ist der Schornstein mit drauf. Ja, das sieht gut aus. Kraut ja schon mal davor, wenn ich nachher die Dinger wieder hochbauen muss. Da falle ich doch bestimmt wieder irgendwo runter. So. Zack. Das muss so. Die Dinger kommen hier wieder raus. Weil die brauchen wir dann nicht. Ups, was war das? Das war was. Katze. Nee, das nicht, da war was Weißes. Kann keine Katze gewesen sein. Ach, ich muss aufs Dach dann auch wieder. Oh Mann. Ich will nicht aufs Dach. Da falle ich doch nur wieder runter. So. Wie habe ich das hier gemacht? Das habe ich so gemacht. Okay. So. Das ist ja schon mal... Soweit wieder zu. Lass mich mal kurz was überlegen. Wenn wir... Ich muss hier erstmal kurz die Lücke jetzt zubauen, bevor da hier irgendwelche bösen Buben vorbeikommen. Was wir natürlich nicht wollen. So, lass mal zu. Und ich stelle fest, wir haben keine Scheiben dabei. Wenn wir den Kamin eins weiter nach... Wenn noch eins weiter nach hinten bauen, ist auch doof. Das finde ich doof. Naja. Immer wieder so bauen. So. Ich nehme mal kurz die Fensterscheiben hier mit, ja? Ja. Ganz schnell wieder rein. Zack. Und zack. Mein Feuerzeug dabei, ich kann das Kamin schon mal wieder anmachen. So, das brennt schon mal wieder. So, Kaminchen brennt. So. Das haben wir auch erstmal wieder drin. Okay. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Brauchen wir erstmal nicht. Ich habe schon jede Menge Eichen, also Zauntore gebaut. Das ist super. Bauen wir nachher wieder weiter. Supi.
Coco, bist du immer auf Oh, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Hier brennt was. Au, 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 hier brennt was. Was denn? Hier brennt was. Ich brenne. Das Haus brennt. Sorry. Warum brennt das Haus? Weil du wahrscheinlich genau davor Holz gesetzt hast oder dahinter hast du das. Ja, stimmt, genau. Ich darf für mich nicht wahr. Bis zwei Blöcke kann ich das anstecken, das Feuer. Na gut, dann darf das Haus nicht brennen. Oh, ist das schönes Haus. Ja, aber Wasser holst du auch nicht, ne? Kann das sein? Naja, lass mal es brennen. Dann brennst du jetzt ab, das Haus. Okay, ich hol schon einen Eimer, ja? Mach das. Aber hier ist nicht aufgepasst. Oh, es brennt jetzt total. Lass es brennen. Oh Gott. Lass es brennen. Oh Gott. Es brennt. Das war mein Fehler. Lass es brennen jetzt. Ist egal. Jetzt doch kein Wasser holen? Nee, das schaffen wir eh nicht mehr. Vergiss es. Oh, das brennt ja halt ganzes Haus ab. Das ist aber fatal. Ja, ich krieg eh nicht aus. Vergiss es. Hier brennt alles jetzt. Scheiße. Ja, war mein Fehler. Ist egal. Jetzt brennt hier alles. Ich komme auch jetzt nicht mehr rüber hier. Hier brennt jetzt alles weg. Also musst du ein ganzes Haus von Holz wieder neu aufbauen. Oh, toll. Naja, müssen wir wohl machen, ne? Was brauchst du für Holz schnell? Soll ich eigentlich noch... Ich brauche, wenn schon, Wasser. Wenn schon, brauche ich Wasser. Ja, mit Holz komme ich nichts. Ich habe kein Wasser. Das Haus brennt. Wir werden es gleich kaputt haben. Du sagst, du willst kein Wasser mehr haben. Dann willst du hier Wasser haben. Kannst du mir bitte für eine Sache entscheiden? Ja. Ich will Wasser haben. Ich krieg kein Wasser. Ich muss erstmal einen Pott holen. Warte, ich hole schnell Wasser. Oh, ich bin hier irgendwo hier wieder drüber. Weggelaufen und so Wasser wieder festgefroren mit deinen Schuhen. Ach, warte, ich zieh sie aus. Okay, wir können es brennen lassen. Das Haus ist verloren. Wir schaffen es eh nicht mehr. Warum? Oh, was sind wir schaffen? Hast du denn jetzt ein zweites Haus gebaut oder ist es dein Haupthaus? Unser Haupthaus ist so ein neues. Ich komme nicht mehr hoch. Alles klar, es brennt. Feuer, ja, ich hätte noch nicht anzünden sollen. Das war mein Fehler. Jetzt ich gehe jetzt trotzdem zum Fluss und hole schnell Wasser. Bringt nichts. Das Haus ist so gut wie verloren. Lass es sein. Ja, ich habe doch nur das Holz, was verloren ist. Der Stein ist ja alles noch da. Der Stein ist noch da, aber der Rest ist alles kaputt. Ich komme die Treppe auch nicht mehr hoch. Doch, die Treppe komme ich noch hoch, dann war es das. Aber ich habe einfach kein Wasser dabei. Ich kann nichts machen. Oh, weia. Ich sterbe jetzt. Juhu! Ich bin gerade da. Ich habe jetzt Wasser mit. Wo geisterst du jetzt rum? Da bist du musst löschen. Aber wir kommen halt nicht mehr nach oben hoch. Vergiss es. Wir brauchen kein Wasser mehr, wir kommen nicht mehr nach oben hoch. Scheiße. Das Ganze ist oben weg. Wir kommen da nicht mehr hin, das Haus brennt. Das Haus ist verloren. Wir kommen nicht mehr nach oben hoch. Darum habe ich meistens auch gerne ein Jetpack-Mod drin, damit ich in Notfall fliegen kann. Nee, wir haben Mittelalter, da gibt's sowas nicht. Ey, jetzt kommen wir gar nicht hier mehr hoch hier. Das ist alles ja Wasser. Ja, das ist alles überflutet. Ja. Ist egal, lass es einfach brennen. Lass es doch brennen. Es brennt so schön. Ah. Scheiße. Wie ich euch mühsam zusammengebaut hab. Ja. War ich nicht echt fast alles gesichert vor dem Feuer? Oh, geht auch nicht.
Es brennt überall. Hui toll. Jetzt haben wir eine Überschwemmung hier. Ganz im Boot brauen hier. Das Wasser kriegt man leichter weg als das Feuerchen. Ja. Suche du immer noch das Feuer zu löschen. Versuchst jetzt immer bis zum letzten dort zu löschen. Das geht nicht. Ich kann schon gar kein Wasser mehr wieder aufnehmen. Lass es brennen. Dann ist das eine Ruine, bauen wir alles komplett neu. Das ist ja blöd. Sicher. Also habt ihr dann sehr viel Spaß mit euren Nachbarn. Ja, so kann man so sagen. Ich kenne eh nichts mehr. Hier brennt nur alles. Sie kommen nicht mehr hier hin. Ja, die KI ist aber auch nicht sehr dumm. Ja, man kann kein Wasser mehr aufnehmen. Das ist das Blöde. Hier brennt alles. Ui, toll. Wie toll, es brennt. Wollen wir ein bisschen Dynamit zusammenbauen? Dann bauen wir alles komplett neu. Dann habe ich gerade ein Lied im Kopf. Ich habe jetzt in der Truhe ein bisschen Schwarzpulver, da kannst du DD-Bomben bauen. Dann sprengen wir das, dann verschwinden wir. Ich gehe mal wieder ins alte Häuschen. Warum? Behaltet doch euer neues. Ihr habt doch so viel Arbeit reingesteckt. Ja, auch wenn es jetzt abbrennt, das wieder aufzubauen, nee. Schade um euer Haus. Ja, es ist auch. Du hast da so viel Arbeit reingesteckt und willst es dann abfackeln? Na gut, war ja nicht absichtlich, aber trotzdem. Nee. Es ist jetzt nochmal passiert, ne? Mit deinem. Mhm. Was dafür für Arbeit ist, das Ganze wieder aufzubauen? Genauso eine Arbeit, wie du es davor aufzubauen hattest. Wie sieht es aus? Oh, haben wir es auch schon fast geschafft. Brand gelöscht. Brennt es noch irgendwo? Sieht einer noch was? Da oben komme ich nicht hin. Da oben komme ich nicht hin. Ja, wenn ich gehst, halt schnell in Kreativmodus. Nein, das machen wir nicht. Oh, entschuldige. Oh doch, das macht ihr jetzt nicht. Das ist... Da oben kann es nicht mehr viel brennen. Ja, dann brauchen wir jetzt ganz viel Holz. Eichenholz, okay. Farm ich jetzt. Oh, ganz viel Eichenholz. Ja. Das Haus bleibt jetzt aber stehen, da holst du jetzt kein TNT. Nein? Nur weil es jetzt einfach mal nicht klappt. Mein Gott, damit muss man leben. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben, als Coolman schon, und muss ich Coolman aber recht geben. Ja, wir lassen es auch. Nicht immer gleich hier Flint ins Korn werfen. Da habe ich euch auch nicht kennengelernt. Aber wieso hat es gebrannt? Hier war doch gar kein Holz in der Nähe. Also ich hätte zuerst das Feuerchen da weggemacht und dann hätte ich den Kamin bearbeitet. Es war hier doch gar kein Feuer in der Nähe. Hinter der Wand vielleicht. Unter den Kamin, der Boden. Nee, kann auch nicht sein. Das kann auch nicht sein. Das kann auch nicht sein. Es klingelt noch das Telefon, wie toll. Ja, das ist doch Bümmel. Ja, ruft an. Eltern? Was ich das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn es wichtig ist, rufen Sie wieder an. Ja. Bleiben Sie schon am Ball. Das war nur meine Mutter, ich kann ihn ja wieder zurückrufen. Also diese scheiß Skelette hier. Für die nervigen Nachbarn. Ja. Ja, ist ja schön. Wir brauchen immer ordentlich Holz jetzt wieder. Erst meinst du wohl, was ich die ganze Zeit hier mache? Ich farm. Genau so sieht's aus. Na klar, wir bauen es wieder auf. Ja. Muss ja nicht mal gleich einen Kopf in Sand stecken, ey. Doch, das ist lustig. Ja, aber das macht ein... Ach nee, das macht ihr ja gar nicht. Es macht einen Strauß. Ja, das macht ihr ja gar nicht echt. Es hätte gar nicht zündeln dürfen.
toll. Einmal Löhr ist passiert. Sehen wir mal, gucken, ob wir das Wasser hier wieder rauskriegen. Sonst wird das ja nichts groß was. Soll ich dir mal einen Eimer bringen? Ja, mit dem Eimer, nee, das Wasser wird abgedeckt. Sonst wird das nichts. Gut. Nee, mit dem Eimer bringt nichts. Wir müssen das Wasser hier rauskriegen. Mit dem Eimer geht das ein bisschen schlecht. Okay. Mal geschickt die Balken setzen und dann geht das auch. Eichenholz, die Stämme ganz lassen? Oder? Ja, erstmal ganz lassen. Packe ich sie alle in die Truhe, dann kannst du sie auseinanderklamüsern. Supi. Ja, da können wir mal bauen. Ach du Scheiße. Naja. Jammer nicht. Ich hole dir Holz, dann kannst du da anfangen. Jammer doch gar nicht. Ja, ich vergesse das Werkzeug. Kiech. Ist schon witzig. Normal dürfte es gar nicht brennen, das wundert mich eigentlich. Ja. So, was haben wir da? Das war Buchenholz, ne? Ja, super. Ja. Du hast ganz viele Eichenstämme da drin, ja? Ich hab die jetzt im Gepäck, ich lade gleich erstmal ab. Ich dachte, hättest du schon abgeladen. Nein, ich habe gesagt, ich habe ganz viele Eichenstämme und die lade ich jetzt gleich erstmal ab. Ach so. Oh, mal gucken, was hier noch. Haufen Getreide hier gerade drin. Das sind Eichenholzstufen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. So, die erste Rutsche kommt schon. 34 Stück und dann kommt die nächste Rutsche. Ich verarbeite sie jetzt erstmal. Birkenholz, das brauchen wir nicht. Zack. Ja, jetzt muss ich erstmal ins Haus kommen hier. Ins Haus brauchst du nicht. Ja, wo bist du denn jetzt? In der Werkstatt. Wo soll ich sonst sein, mein? Ja, ich muss ja erstmal da hinkommen. Ich werde ja mal weggeschwemmt. In die Werkstatt sollst du kommen. Achso. Ja, was meinst du, was ich die ganze Zeit hier mache? Dann nimm doch den Hintereingang. So, hier ist. Sind Hölzer. Mehr. Oben hoch komme ich das Wasser hier oben zumachen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ich beeile mich. Aua! Bin hier runtergefallen. Beeile mich, hol jetzt die nächsten Hölzchen, ja? Ja. Brauche noch ganz viele Hölzchen, brauchen wir noch. Ja, das weiß ich. Bin dabei. Das ist doch schön. So doppelt gemacht, ne? Genau. So, hier ist mal. Kannst du so hinkriegen? Oh, das Wasser geht langsam zurück. Das ist doch schön. Das finde ich gut. Das Wasser so langsam zurückgeht. Wie war das hier vorne gebaut? Wie war das hier vorne gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es doch nicht mehr. Irgendwie so? Ja, man soll nicht mit dem Feuer spielen, ne? Oder wie heißt das? Ja, ich werfe gerne Flinte schnell ins Korn, wenn es nicht so klappt. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich sage
sage dir eins, das kommt im Stream nicht so gut an, wenn immer so nebenbei. Kommt ist nicht, da kommt ehrlich nicht so gut drin. Nee, deswegen sage ich das ja. Ne? Ist mein Charakter. Wenn man Shooter spielt, spielt niemals mit einer Shotgun. Wenn ihr auf Twitch online seid, da kriegst du sofort den Minusabonnenten. Das ist mal jemandem passiert. Der hat auch mit Shotgun gespielt. Nö. 10 Abonnenten weniger. Jetzt, der hat mal ohne Shotgun gespielt, 10 Abonnenten plus. Jo. Ja. Irgendwas ist jetzt hier verkehrt. Irgendwas sieht komisch aus. So, jetzt kommen wieder Hölzchen. Da muss ich mich mal ganz kurz ausklicken, muss ich eben schnell was trinken, weil man halt so ein bisschen trocken. Mach das. Ich versuch. Aber erst macht das der Hölzchen hier. Ich trinke immer ganz gern Cola mit Limette und Eis. Aha, das muss ich auch mal probieren, ist bestimmt lecker. Ja, normalerweise gehört da noch ein Schuss Whisky oder irgendwie sowas rein, oder Bacardi. Aber da ich noch minderjährig bin, darf ich das nicht, also trinke ich das pur. Jo, geht ja auch. So. Ja, aber trotzdem genauso lecker, finde ich. Ich habe das andere zwar noch nicht probiert, aber... Ja, trotzdem lecker. Klar, schmeckt alles irgendwie. Und zum Schluss knabber ich auch immer die Limette auf. Wie ist das so gekommen? So, mal weiter gucken hier. Zack und zack. Das haben wir auch schon mal wieder. Hallo Dragon. Hi. Ernsthaft? Was, ernsthaft? Ich glaube, hier dazwischen waren Baumstämme, die sind abgefackelt. Das war das Manko in der ganzen Sache. So, jetzt ganz schnell nochmal Hölzchen farmen hier. Vorher kann ich nicht trinken gehen. Dass man Wohnbau ist hier. Ah, Mano. Das hilft nichts, okay. Wo kommt das blöde Wasser? Der Start, glaube ich. Dann keine Ahnung, kenne ich nicht. So viel wollte ich eigentlich heute gar nicht bauen, ey. Und mistiger welcher. Ich kann mal kurz nachgoogeln. Echt, das verkehrt gesetzt. Ich gehe hier einfach andersrum, ist einfacher. So. Marvin Cooler war vorhin auch mal kurz drauf. Dragon. Ja. Das stimmt, der Skype auch gerade neben mir. Oder auch. Mit ihm. So. Das haben wir, das machen wir dann noch. Kriegen wir alles irgendwie hin. Der kann ja auch mit auf unserem Server spielen, wenn er Lust und Laune hat. Ja, Marvin ist halt auch schlecht. Hm? Marvin ist halt auch schlecht, ist schon ganz verkackt. Oh. Wenn man jetzt wieder reinkommen muss. Viel Wasser ist hier. Oh. So. Ja, ich bin tot. Das ist richtig. Oder wie ein Hit-Delay. Jo. Upsala. Ich hoffe, ich baue die Hütte jetzt wieder richtig zusammen hier. Danke, Marvin. Fehlt irgendwie total viel Holz, kann das sein? Ja, ich bring doch schon wieder Holz. Chill mal. Ich meine hier beim am Haus hier, wo ich gerade baue, das meine ich. Tja.
Ja, aber auf der anderen. Au! Was kommt da denn hier an? Eine Spinne. Ungeziefer im Haus. Hä? Wir haben Ungeziefer im Haus, das geht ja gar nicht. Licht haben wir auch nicht im Haus. Noch schlimmer. Ah, lass mich hier noch mal rein. Ich habe morgen nur eine Stunde. Oh, wie kommt's? Bundesjugendspiele. Oh, cool. Okay. Nicht cool, ich hasse die Spiele. Ja, warum? Langweilig. Ach, du dickes Ei. Ein bisschen Licht hier machen hier drin, was ihr wieder sieht. Hey, das Wasser ist weg. Hier draußen ist noch Wasser. Oh, wo ist hier draußen noch Wasser? Auch weil von oben runter fließt. Das ist ja interessant. Ich höre diese komischen Nachbarn schon wieder. Ja, und wo sie mich auf den Tee einlädst. Das fehlt ja auch noch, wenn ich mich auf den Tee einlade. Ja, kein Wunder, dass sie sauer auf dich sind. Oh, ich will jetzt hier durch. Ich bin immer auf euch sauer. Ja, ich weiß auch nicht warum. So, ich bin da durchgekommen. Das ist sehr schön. Das Wasser ist weg. Bin ich gut oder bin ich gut? Du bist nicht gut. Okay. Ich weiß. Ja, siehst du, hast es doch wieder hingekriegt. Hat sich doch wohl nicht gelohnt, die Flint ins Korn zu werfen, ne? No, wir brauchen nur so viel Holz noch, weißt du was? Ja, ist? Ja, was meinst du, was ich die ganze Zeit mache? Meinst du, ich bohre hier in der Nase? Ja. Hey. Ich hab gar kein Holz mehr. Ja, es kommt doch welches. Chill mal dein Biss. Chill mal. Genau, chill mal deine Biss. Sag ich zu meiner Arbeitsfreundin auch immer. Die dreht immer gleich auf. Chill mal deine Biss. Lass die Kante vom Dach hören? Ja, aber die Kante vom Dach. Eine Katze vom Dach, hä? Wo warst du? Wie hoch? Nee, die Kante von der vom Dach meine ich. Was? Karlsson vom Dach? Ach. Weil die doch auch schon. Kennst du das, Karlsson auf dem Dach? Nö. Kenn ich nur vom Namen her. Du müsstest das ja kennen. Ich kann nicht alles kennen. Karlsson, Achtung, hier kommt Karlsson. Der wird beste Karlsson. Nee, du das mit der Gans. Hast du doch den ganzen Namen vergessen. Ach, mit der Gans, das ist die Sauerson. Ja. Hab mir die damals nie so oft angeguckt. Ach, jetzt habe ich ja so viel Teile, die kann ich alle gar nicht gebrauchen gerade. Das ist ja ätzend. Armes Putz, Putz. Wenn ich Zeit habe, bedauere ich dich. Ja, da du keine Zeit hast, ne? Ich weiß. Wenn ich auch Zeit habe, bedauere ich dich auch. Ja, ich auch. Ihr seid sehr liebenswürdig. Ja. Ich bedauere dich schon, keine Angst.
wieder ein anderes Spiel als Minecraft daher. Bin ich einfach so ein bisschen abgelenkt. Armer schwarzer Kater. Ja. Oh, die immer Unglück bringen, sozusagen. Okay, das passt eher zu mir, armer schwarzer Kater, weil ich die schwarze Haare hab. Ey, ist es ich hätte eure Haarfarbe nicht wissen. Weil soll ich denn das wissen? Deswegen sag ich's ja. Und er ist wahrscheinlich braunhaarig. Ja, schwarz-braun kann man schon, geht auch schon bei den Schwarzen. Ob ich dieses Geschleiche hier sehe, ne? Oh. Guck mal, verdammt viel reparieren, weißt du das? Ja, es kommt noch auf der Hölzchen hier. Ich muss mich auch ein bisschen erstmal zur Wehr setzen hier, ne? Oh, dieses Geschleiche. Ich will doch erstmal schlafen. Wir kommen nicht zu den Betten. Ja, mach mal. Oh, toll. Also extrem viele Monster. Ich hab so ein Problem nicht mehr mit meiner Rüstung, die ich jetzt im Moment besitze. Das ist doch schön. Ich hab eine Draconium-Rüstung. Was ist da das Gute daran? Du hast sozusagen ein Schild, was dich schützt. Und du kriegst bis dato, solange wie das Schild aufrecht ist, keinen Schaden. Ja, das ist ja cool. Das ist nicht verkehrt. Ist aber auch ein spezieller Mod, ne? Ja, Draconic Evolution, so heißt der Mod. So, Birkenholz brauchen wir dann auch noch. Ja, aber ich bring hier gleich erstmal Eichenholz. Muss erstmal wieder auf den Park warten. Okay. Du hast kriegst erstmal wieder Eichenholz, ja? Mhm. Dann hol ich Birkenholz. Mhm. Oh, toll. Oh, dieses Geschleiche hier. Was ist das Feuerchen und Wässerchen jetzt hier weg hier? Ja, das ist alles weg. Ja, so schön. Das ist alles weg. Guten Tag, das ist schön. Dann gehe ich das mal ein bisschen raus, ob ich irgendwo ein paar Birken finde, die ich jetzt killen kann. Ja, warte, ich komme sofort wieder, ja? Ich muss noch einen Schluck trinken. Mach das. Ich werde sie erstmal kurz machen. Ich kriege auch mal ein Schlückchen. Hm. Naja. Dann hauen wir jetzt mal ein paar Birken mal um. Hinten gibt es ja mehr als genug. Birkenhölzchen. Flupp. Aber es sah doch schön aus, wie es gebrannt hat, oder? Es sah doch irgendwie witzig aus. So. Ach, hier hat einer nicht richtig abgeholzt. Ich stehe im Birkenhölzchen noch mit Stämmen. Es war dunkel. Ach, hast du kein Licht an der Axt? Nein, hab ich nicht. Bin ich so nobel. So, machen wir mal schnell hier. Uah. Mach du dich bitte an deine Hausarbeit. Ich gehe jetzt wieder farmen. Ja, ich hab Birkenholz gerade schon ein bisschen was gefarmt. Ja, aber wirst du wohl nicht weit kommen, weil ich hole jetzt noch welches. Mach das. Bin sofort zum Laufen. Ah. Mach das so. Was hast du denn? Alles gut. Jetzt habe ich noch Blumen noch hier eingesackt. Jetzt habe ich Blumen noch. In Berlin ist ja jetzt der Krebs an mir angerückt. Was? Scheintiere. In Berlin ist ja jetzt der Scheintier-Armee ausgerückt. Genau, habe ich auch gelesen, genau. Die haben ja jetzt ganz schön Probleme mit diesen Scheißkrebsen. Ja. Krebs. Obwohl ich von Sternzeichen auch Krebs bin. Ja, die sind irgendwo. Im Tierhandel gab's die und irgendwo, wie sie geschrieben haben, die einen oder anderen haben sie halt ausgesetzt aus Mangel an Wissen, weil sie blöde gezüchtet haben und. Naja, das ist niemals so spielt, ne? Toll, jetzt haben sie die Kacke am Dampfen.
Ja, und Berlin hätte es eine kleine Krebsplage. Selber schuld. Ja, der Nachteil ist nur, der bedroht die einheimische Krebswelt. Und der verbreitet auch den... Was war das? Den Krebs-Dingsbums? Den Krebs-Krebs oder sowas? Och du, das weiß ich nicht. Nee, es gibt ein Virus, der die Einheimischen killt, aber nicht die Ausländischen. Genau, so war das. Da war irgendwas. Habe ich das da so gemacht? Das habe ich so gemacht, okay. Das Ganze so. Ich muss morgen erst um 10 Uhr aufstehen. Er und ich um 5:30. Oh, armes Putt-Putt. Ja. Hab wohl keinen Bock, ey. Auch wenn es nach Bock geht. Ja, da wüsste ich auch was Besseres. Frei. Ich hab aber ab 2. September eine Woche Urlaub. Eine Woche nur? Oh. Ja, dann fahre ich mittags erstmal auf den BMX-Contest hin, wenn das Wetter mitmacht. Sonst habe ich ein Problem, sonst kann ich wieder mit dem Fahrrad nicht hinfahren. Und ein Zug fährt da nicht hin. Oh. Abends fahren wir noch auf den Mittelaltermarkt. Oh. Nicht Tempo? Ja, ja. Ja. Wupp, 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 wupp. Hab ich das so gebaut? Ich weiß es nicht. Ah, es wird ja so langsam wieder, habe ich das Gefühl. Och man, alles durch meinen dummen Fehler. Ich kann mich am Arsch beißen, man. Gut, dass ich da nicht hinkomme. Ja, beiß mal rein. Ich kann es. Warum kannst du es? Ja, weil ich auch turne. Die ist gelenkig wie eine Gummipuppe. So. Die sind verkehrt hier reingesetzt, denke ich mal. Hat's plumps gemacht, ich bin unten. Halt, Mist, ich sitze in der Falle. Warum das denn? Eigentlich soll es heute der letzte Stream werden für den Hausbau, aber irgendwie wird da doch noch was kommen, die Reparatur. Ui, toll. So, jetzt machen wir hier nochmal einen rüber. Passt da so nicht rein? Setz mal so rein, so. Boah, ich bin zurückgekommen. Ja? Na Gott sei Dank. Aber die Kollegen haben nicht so viel Glück wie ich. Nee? Nee. So, wir sind mal wieder da. Wie sieht's aus? Oh, wir sind am Reparieren. Okay. Die erste Etage haben wir bald wieder fertig. Aber wie okay. Viel? Oh ja, ist noch ein bisschen was, ne? So ein bisschen ist da noch. Zwar nicht viel, aber so ein bisschen. Mist. Ich glaube, hier lang gezogen, so war das, ne? Weil direkt da ging das nicht, oder? Also, cool, man. Ja. Bist du PvP? Minecraft? Nein. Ja. Genau so haben wir es gebaut. So, so ist es richtig gebaut. Nicht. Okay. Dann gehe ich nachher nochmal vorbei. Mach das. Vielleicht sind wir bis dahin fertig. Mal gucken, wie es läuft. Ach, hier war der Übergang. Ach du Scheiße, wie war denn der Übergang? Oh nee. Dann hol dir doch mal das Bild. Ja, ich kriege schon hin. Aber lass die Flinte, schmeiß die nicht wieder ins Korn, ne? Mach dir doch schon. Ja, nee, nicht schon. Alles im grünen Bereich. Jo, das Ding da nicht raus kann verknicken. Was willst du rausholen? Deine Flinte aus dem Korn, die da mal reinschmeißt. Ach so. Wie sieht's mit Holz aus? Kommt sofort. Wenn du mir noch 2 Minuten gibst,
kriegst du jede Menge. Bei mir hatte gerade wer einen Lucky Shot gemacht. Ja? Der hat ein Handy-Nitro zerstört, obwohl das noch in der Luft war. Mhm. Ich habe eine Granate in der Luft getroffen. War nicht so gut für mein Team und mich. Bin mit explodiert. Ach, dann müssen wir hier auch nochmal eine Treppe auch nochmal hochbauen. Ist das doof. Weißt du, was neulich eine Arbeitsfreundin von mir gemacht hat in der Pause? Die hat ihr Handy im Klo versenkt. Aha. Ich muss es machen. Warum macht die denn sowas? Weiß ich nicht. Ja, wenn sie alles immer in ihren Hosentaschen lässt, die nicht leert, selber schuld. Warum packt man auch ein Handy in die hinteren Hosentaschen? Das habe ich dir schon tausendmal gemacht. Ich mache es immer wieder. Und das Diensttelefon lässt sie auch immer im Bad liegen. Muss ich ihr immer hinterher tragen. Warum machst du denn? Warum lässt du es denn nicht einmal liegen? Weil wenn man sie erreichen will, ist was dann da zum Problem. Stimmt. Da kriegst du doch, ach ja, stimmt, da kriegst du Ärger. Ja, kriegst du eine Arschreise. Nicht so schön. Nee. Ja, schon einer. Hm, wie hat die das hier gebaut? Ich weiß okay, das nicht mehr. Okay, da steht ein Mirror. Da steht ein Dings. Übrigens, Drohnen kann man nicht messen, zum Glück. Da bin ich ja beruhigt. Ich bin spielgeil, nämlich eine Drohne. Die kann man nicht messern. Wusste ich zwar selbst auch noch nicht, aber geht anscheinend nicht. Ach du Scheiße, auch eine Menge Arbeit noch. Ui, toll. Armes Putz. Sorry, dass es mein Spruch, wenn irgendwer irgendwas hat. Wenn es nicht ganz so schlimm ist. Ja. Dann geht's ja. Daher heißt es bei mir immer armes Putz. Mann, ey, jetzt bin ich hier rausgejumpt. War bei euch heute Morgen auch Gewitter? Wie sieht denn das von hier vorne aus? Jetzt muss ich erstmal ein Gartentor suchen, dass ich wieder rauskomme, dass ich das Holz abladen kann. Rucksack ist nämlich schwer. Ja, du machst das schon. Ja. Bin da gerade dabei. Aua, hat ganz schön gelitten, das Haus. Oh, armes Haus. Armes Putt. Jo, armes Putt ist Putt. Putt. Ist es kaputt? So. Ich könnte ja schon mal. Das könnte ich machen. Man kann hier sogar auch heiße Potato spielen. Aha, oder okay. Granate, das ist gedacht. Alles noch weil du hast dann eher mit einer Granate spielst. Hm. Kann man zurückwerfen. Das ist so lustig. Hier ist Holz. Meins. Brauchst du noch mehr? Wir brauchen ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Immer wieder die Bäume schön nachpflanzen, ne? Ja, mach ich. Von wo ging das jetzt wieder hoch? Habe ich die Treppe wieder angesetzt? Hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hat die Mira gefunden. Ist Mira? Ja, so heißt eine Poveto in meinem Spiel. Ach so. Eine kleine Mira. Jetzt mal hier die Treppe wieder an. Ich hoffe, die Waldtreppe war hier. Ich weiß es nämlich jetzt nicht. Irgendwas passt hier nicht. Hier geht's um Tür rein? Nee. Hier irgendwas passt hier nicht. Die Treppe passt nicht. Plong. Toll.
Huch! Das Schlafzimmer ist etwas offen. Das Schlafzimmer schnell erstmal hier reparieren. Das ist auch, ja, kann das beides reinkommen? Ja, keine bösen Nachbarn hier reinkommen. Ach so, deine kaputten Nachbarn. Ja, da war ja mal was, ne? Wieso meine kaputten Nachbarn? Deine sind wohl nicht, oder wie? Ich lade die ja nicht auf den Tee ein, wenn ich deine Papiere. Ich hab die auch nicht eingeladen. Ich auch nicht. Ich hab's auch gesagt. Die Treppe alles nochmal eins weiter nach vorne gesetzt werden, okay. Der schießt auf mich. Ja, dann hau ihn eine. Dann haust ihn mal in eine Mappe. Das kann ich nicht einfach so machen. Auf die schießt dieser Vogel. Hui. Aber vielleicht trifft er mich sonst dann nicht. Jetzt haben wir erstmal geärgert, wir sind hier zugebaut. Birkenholz brauchst du auch noch, ne? Immer noch, ja. Oh, oh, diese Monster nerven. Die schubsen immer. Ist ja gar keine Axt hier, ist viel schlimmer. Oh, ist ein ganz schöner Haus. Bin gar nicht mehr hinterher hier, das zu reparieren. Das ist aber doof. Flop, flop. Gut, dann müssen wir jetzt nach unten gehen. Also ein Bettchen gehen können wir schon mal wieder. Das funktioniert. Ich habe irgendwo noch eine Axt hier in der Werkzeugkiste. Auch noch in der Werkzeugkiste. Toll. Ein paar Stöcker machen. Hat irgendwo Eisen gehabt. Eine neue Axt. So. Doch, ich habe noch so ein paar. Irgendwas ruppelt hier und raschelt da. Na, guck mal, du wolltest schon aufgeben. Guck mal, die Haus schon wieder fast komplett fertig ist, ne? Ja, ich wollte nicht aufgeben. Das weißt du, wo du. Quatsch. Ja. Hätten wir wieder Tomcat gespielt? Ich bestimmt nicht. Was gespielt? Was habe ich denn davon? Was gespielt? Was? Was habe ich gespielt? Tomcat. Du kennst doch wohl Tom und Jerry. Ich kenne Tomcat in dem Flieger, kenne ich. Ja, aber Tomcat war auch Tom und Jerry. Jo. Ja, der ging auch mal so schön in den Wolken. Brauch mal eine Treppenstufen. Zuck, zuck, zuck. Ja, damit. Tom und Jerry waren doch wohl klasse. Ja, guck ich immer noch. Hm? Ist die überhaupt noch Tom und Jerry? Ja, die laufen jetzt wieder.
Wo denn auf welchen? Super RTL. Cool. Ah, nicht die alten, sondern neuere. So. Bugs Bunny, der hat mal gerne geguckt. Der kommt auch wieder. Bist du nicht da draußen gerade? Ja, ich muss mich ja irgendwie erwehren. Na, es wird doch langsam. So. Das machen wir so. Zack. Das machen wir aus. Jetzt gegangen. Weiß ich nicht. Da ist überhaupt drauf gewesen. Oh, dieses Geschleiche hier. Das ist doch putzig. Ja, Schleicher. Ach, hallo kleine Spinnchen. Raus hier. Ungeziefer raus hier aus dem Laden hier. Ist ja fürchterbar. Ja, da müssen wir die Ecken sauber halten. Dann haben wir auch keine Küchenschaden. Dann ging das hier halt los. Der Stufe. Oh, ich setze die Stufe noch verkehrt hin. Oh, graus. Oh, graus. Ja, ich weiß auch mal, wer hätte... Ich hätte es nicht anzünden sollen. So, jetzt sind wir schon mal wieder hier oben. So viele Türen kaputt gegangen, aber naja, gut, okay. Aber zum Glück ja auch nicht alles. Toll, das habe ich verkehrt gebaut. Super. Dann müssen wir mal gucken. Reaper hörst du aber auch nicht. Dieses Geschleiche hier. Nee, die hörst du erst, wenn es zu spät ist. So, wie sieht es mit Hölzchen aus? Kommen jetzt sofort. Okay. Mal hier erstmal ein bisschen weiter. Hölzchen. Ja, geh bei uns in den Garten, da sind genug Hölzchen. Ich will jetzt nicht in den Garten gehen. So. Wie sieht's mit Hölzchen aus? Ich komme. Ich frag doch nur. Hat doch gerade gesagt, ich komme sofort, ja? Okay. Mit Hölzchen? Mit Hölzchen. Kannst du heute Nacht auf dein Hölzchen hauen? Ja. Oh ja, Hölzchen hauen ist immer gut. Ja, dieses Hölzchenkissen, das müsste man haben. Da kann man sich auf sein Hölzchen hauen. Ah ne, ich hau mich lieber auf Schleicher drauf. Echt, da oben komme ich nicht mehr hin. Muss ja wieder hochkrabbeln nachher. Hölzchenbringdienst. Hier ist ja kaum Birkenhölzchen benutzt hier. So, jetzt hole ich noch Eichenhölzchen. Mach das, hol du Eichenhölzchen. Komm ich nicht hin? Nebenbei muss ich auch wieder in den Garten. Ich muss auch wieder nachher noch Geld verdienen. Mach das. Arbeiten muss ich auch gehen. Na klar. Und nichts kommt nichts. Da
komme ich jetzt nicht rüber. Das ist, das ist ja doof. Auweia. Was ist los? Gar nichts. Sag für die neuen Zuschauer, die gerade fragen, was wir hier machen. Unser Haus verbrennen, weil es stand etwas in Flammen. Ja, was du angezündet hast. Was du selber gefunden. Das war ein Versehen. Ja, genau. Wir hätten da nicht drauf geachtet. Ja. Ihr dürft mich auch mit Feuerchen nicht hier irgendwo hier rumhantieren lassen. Wie soll ich dich, aufhalten, wenn ich noch nicht mal in Minecraft bin? Lass dir was einfallen! Okay, merke ich nachher so lange, bis du nicht mehr ein Feuerzeug in die Hand nimmst. Dann Stream. Werde ich das nicht hier drin machen. Das ist jetzt aber gemein. Warum darf ich kein Feuerzeug in die Hand nehmen? Ich wollte dir ein Wässerchen bringen, aber wolltest du kein Wässerchen. Ja, und dann wolltest du es nicht. Dann wolltest du wir haben und dann wir nicht. Ja, wirklich. Ich falle ein bisschen uneins. Ja, das war uneins. Ein bisschen, ja. Ein bisschen? Fällt gar nicht auf. Ein bisschen ist gut. Jetzt komme ich hier gar nicht hoch, so eine Scheiße. Warum komme ich hier nicht hoch? Ist ja doof. I ist das doof. Ey, wir haben schon wieder 8:30, Junge. Ja. Kannst du nachher deine Mutter mal zurückrufen? Ja, mach ich dann. Können wir bis 9 machen dann. Ja, danach kannst du ja mal anrufen. Die geht ja nicht so früh ins Bett. Genau. Und die wird auch nicht gleich so knatschig wie meine Mutter dann. Meinst du? Ja. Oh. Wie sieht's denn mit Holz aus? Kommt. Wie, noch keins da? Alles in Arbeit. Komm noch Hölzchen hier. So, noch Eichenhölzchen. Hol gleich wieder. Ich habe hier noch Hölzchen, ne? Das ist doch schön. Wenn du Hölzchen noch hast. Da sind nochmal Hölzchen, sehr schön. Was sind denn da noch für Hölzchen drin? Wir brauchen Eichenhölzchen, ganz viele Eichenhölzchen. Birkenhölzchen auch noch? Ne, die könnten reichen. Ja, jetzt hatte ich noch ein paar mitgehabt, aber jetzt mache ich jetzt Schwerpunkt Eichenhölzchen, ne? Jetzt erstmal hier ein klein wenig weiterbauen. Ich weiß noch nicht, wie das hier wieder war. Ach, Herr Jemine. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Heute ist da sowieso einiges in die Hose gegangen, ne? Ja, ich erst, der Kamin, dann euer Haus. Ah ja, mit Schwund ist zu rechnen. Ja. Jetzt muss das Ganze ein bisschen gleichmäßig sein. Okay, der ist auch verkehrt gebaut. Der kommt dann wieder so hin. Muss ich von unten machen. Es ist recht zügig, das Haus derzeit. Ja, weil du es wahrscheinlich schon einmal gebaut hast. Ne, mit zügig bei, dass es irgendwo zieht. Das Gefühl, irgendwo zieht das hier. Komme ich so nicht hin? Kacke. Entschuldigung für den kleinen Aufriss. So. Klein? Naja.
So, Eichenholzstufen brauchen wir auch noch. Wie bitte? Und wie viele Kommentare bekommst du immer auf deine Videos? Selten. Ganz, ganz selten. Weiß ich nicht warum. Das hat die Falltür aus Holz nicht abgefackelt. Ist ja interessant. Ja. Oh. Ach, Eichenholzstufen brauchen wir auch noch. Na gut, ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss kommen die Eichenholzstufen. Was war denn da denn noch dran? Ich farme gleich noch mehr Eichenhölzchen, ja? Okay. Mach das. So. Nehmen wir es mal hier wieder oben. Was wollte ich eigentlich machen? Ja, ich wollte von außen eigentlich weiterbauen. Ach man, geh wieder runter. Geh weg, ich hau dich mit meinem Hamburger tot. Will ich dir das? Du kannst sogar mit Puffy hauen, wenn du das willst. Ach. Ich habe halt mal ein kleines Kitzelmesser gerade noch rausgeholt. Das klingt ganz gut. Vom Birkenholz mache ich erstmal Stöckchen noch ein paar. Ja, Stöckchen haben wir mehr als genug, machen nicht so viel. Das Birkenholz braucht man sinnvoller für Birkenholztreppen. Ja, dann habe ich erstmal hier Bretter davon gemacht. Kannst du Treppen machen? So, ich hole jetzt noch Eichenhölzchen. Mach das. Da geht es jetzt nicht weiter. So, das haben wir auch schon mal verschlossen. Sehr gut. Machen wir es hier auch gleich nochmal zu. So. Und da setzen wir es nur. Oh, jetzt regnet das. Minecraft. Ja, weil du nicht Minecraft aufgegessen hast, gib's zu. Ich bin satt, ich kann jetzt nicht essen. Guck mal, ein Gewitter. Jetzt komme ich da nicht rüber und nicht da aber auch. Und wie sieht's aus? Oh, es wird langsam. Ja, ich gehe nach oben. Da kommen wir wieder hin. Lass uns ins Bettchen gehen. Oh Gott, dein Schwierig. Ich kann nicht schlafen, das Monster in der Nähe. Ui, toll. Wir können nicht schlafen. Irgendwo sind Monster, ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwo sind welche. Wir können nicht schlafen gehen. Weil irgendwo Monster sind. Ich sehe aber keine Monster. Wo sind sie? Ich kann jetzt schlafen. Ich kann schlafen. Bin im Bettchen. Ich kann nicht schlafen, so Monster in der Nähe. Ich schlaf schon. Ey, hau mich nicht, ich bin ganz brav im Bettchen. Oh nee. Was denn? Ich kann jetzt nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Also ich kann schön schlafen. Ey, ich nicht. Ja, jetzt. Coolman ist nicht mehr da. Stimmt, Coolman ist draußen. Jetzt konntest du doch schlafen, oder nicht? Ja.
gemacht, dickes Ei. Uff. Ist ja schade. Oder hat er gerade Tschüss gesagt? Wenn, dann habe ich nicht gehört, sorry. Falls er Tschüss gesagt haben sei, haben sollte. Trotzdem verstehen die, warum das abgefackelt ist. Da dürfte nichts gewesen sein. Ja, jetzt ist es aber leider passiert, ne? Jo. So, haben wir schon eine Stunde 20. Wollen wir ein bisschen streamen oder wollen wir für heute aufhören? Wir hören für heute auf. Okay. So, werte Zuschauer. Durch ein kleines Missgeschick ist unser Haus beinahe abgebrannt. Wo bist du jetzt überhaupt? Gerade hier draußen noch im Gange. Das ist super, ich weiß ganz genau. Wir können ja morgen ein bisschen Minecraft weitermachen hier. Können wir machen. Hätte ich Lust zu. Ja, wann morgen? Ja, morgen ist ja Badminton. Ja, ne Scheiße. Sonntag können wir wieder machen. Genau, Sonntag machen wir es. So, okay, dann gehe ich mal nach unten runter. Hm, wo bist du? Ich komme jetzt. Ja, dann mal gute Nacht sagen können. Ja, warte, warte, beeile mich schon. Nicht da, Haupthaus. Warte, ich muss da raus. Die Tür. Komm, komm, komm. So. So. Okay, wir haben das Haus fast schon wieder komplett aufgebaut. Ja, durch eine Dummheit von mir, gebe ich zu. Irgendwas ist schief gelaufen. Spiel nicht mit dem Feuer, wie es so schön heißt. Naja gut, okay. Wir haben es halbwegs wieder gerichtet. Es scheint zu funktionieren. Und dann sagen wir erstmal Tschüss und dann bis zum nächsten Mal, oder Fischer? Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht Sonntag. Was hältst du davon? Mal gucken. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.